Ich hoffe, ihr könnt mich hören, es ist etwas laut. Willkommen zu einem Day in the Life of a Medical Student Video. Heute habe ich in der Früh eine Vorlesung bis um 10 Uhr. Also das gehört schon zum neuen Modul. Wir haben jetzt dann Hämatologie und Onkologie. Und also dann habe ich Mittagspause. Und dann am Nachmittag habe ich eine Prüfung über das letzte Modul, über Orthopädie und Unfallchirurgie. Eigentlich heißt es irgendwie so Grundlagen und interdisziplinäre Einführung der des Stütz- und Bewegungsapparates oder so irgendwas. Grundlagen und interdisziplinäre Betrachtung der Erkrankungen und Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparats. Keine Ahnung, Otto. Und danach habe ich noch POL. POL steht für problemorientiertes Lernen. Das ist so in einer kleinen Gruppe, dass man sich quasi einen Patientenfall erarbeitet und dann nächste Woche vergleicht, auf welche Ergebnisse man gekommen ist. Ja, was ich am Abend mache, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich war es mit meinen Freunden. Ich bin gerade beim Taubenmarkt in Linz. Also wenn ich fahre immer mit der Straße, wenn es kalt ist und nicht, oder es regnet, so wie heute, und ich nicht mit dem Moped fahren kann, fahre ich immer mit der BIM, also mit der Straßenbahn, zum Taubenmarkt und dann gehe ich zu Fuß zur Uni, weil das ist irgendwie so der kürzeste Weg. Genau. Enjoy! Bist du immer noch nervös? Keine Kommentare vor laufender Kamera. Oh ja. Oh je. Wann laufen die ab? Wann laufen die ab? Oh, gute Frage. Okay, eher 2021. Okay. Silvester 2022. Aha. Good for consumption. If anyone want to pass. Schlüssel lauft man drauf, weil es mir zu viel Farbe gibt. So okay. Und das ist halt dann da. Also du kannst also, ich glaube, die kommen dann in einer Pronation, in einer Flexion, genau, und dann musst du es aber supinieren und aufstrecken. Auf den Kopf drücken. Genau, und dann hast du es wieder ein. Was, das was, ist was, das was, ist, du ja, ja, die kommen so her. So, also die kommen so her. Du musst dann, musst du dann so, so da halt den Finger. Ah, ja, voll, so eine Fließbewegung. Okay. Ja, genau. Und das ist ja der Grund dafür, ist, weil das Ringband beim Radius, beim Kind, nicht so. Nicht so kegelförmig, sondern eher alles und drum flutscht das Köpfchen gut aus. Das ist auch, glaube ich, öfters, wenn man Kinder so in die Ohren nimmt und dann so draht. Ja, 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 voll.
Ich bin noch nichts gegessen, mir sagt man, ich werde eigentlich nichts gegessen. Das ist so, ja, richtig gut. Der Kasse. Ich weiß nicht, wie es Chance ist. Die Belichtung ist gut. Irgendwo, das geht. Kommt dann zum Blitz. Nichts. Fotoshoot. Ja. Gib uns einen Tipp. Das allerletzte, oder? Also stoppen. Ich mache das ganz am Schluss. Pause oder keine Pause? Ich kann das nicht machen. Also brimm. Kann ich machen. Genau. Brummchack. Brummchack, weißt du, wie das kennst du das? Brumm. Nächster Halt, Remise Kleinmünchen. Mein Spiegel hängt noch nicht. Also so weit unten. Willkommen hier in meinem Bad, wo ein Loch in der Wand ist. Es ist 11:30. Ich bin jetzt endlich daheim angekommen. Die Jana, die Flora und ich, wir haben noch gemeinsam gejammt und wir haben Billie Eilish Bellyache aufgenommen. Das klingt mega geil. Ich komme nicht jeden Tag so spät heim erst, aber dreimal in der Woche mindestens schon, weil ich am Abend meistens noch was mache mit den anderen. Sorry für das, ich bin müde, ich muss ins Schlafen gehen. Ich komme nicht jeden Tag so spät heim, aber eben meistens schon irgendwie, keine Ahnung. Also, kommt drauf an. Prüfung war okay. Mal schauen, was rausgekommen ist. Ich traue mich nicht sagen für den Fall, dass ich nicht durchgekommen bin, weil das halt dann ein bisschen ungut wäre. Aber manche Fragen waren ziemlich tricky, manche Fragen waren voll okay. Jetzt ist schon das neue Modul, Hämatologie und Onkologie. Da haben wir heute die erste Vorlesung gehabt und das ist ganz cool. Morgen wieder in der Früh Vorlesung und am Abend dann, also so am Nachmittag dann Praktikum. Und ich gehe zwischendurch mit der Flora noch ins Fitnessstudio, wahrscheinlich. Genau. Sorry, falls ich heute irgendwie nicht so viel kommentiert habe, aber es ist einfach, es war so viel los. Keine Ahnung, in dem Pol kann man auch nicht so gescheit filmen, weil da irgendwie eine Gruppe von 9 Leuten ist und das ist halt mega peinlich, nicht peinlich, aber es ist halt, es passt nicht wirklich, wenn man da filmt. Im Pol ist es so, man hat immer zum zugehörigen Modul Fälle, also Patientenfälle, das ist ganz cool. Wir haben heute über eine Frau geredet, das sind fiktive Patientengeschichten, aber heute hat eine Frau irgendwie so ein Rezidiv von einem, also sie hat ein Kolonkarzinom gehabt und sie hat das Lebermetastase und das ist halt ziemlich verdächtig auf ein Rezidiv des Kolonkarzinoms. Genau, und wir haben jetzt gewisse Lernthemen ausgearbeitet. Was gibt's noch? Ich muss schlafen gehen, ich bin müde. Danke für eure liebe Response auf mein Freddie Mercury Queen Cover letzte Woche.
Das war mega nice. Vor allem bei Singvideos ist ich bin bei Musikvideos immer so, ich weiß nicht, ob es passt, keine Ahnung. Meine Stimme ist nicht perfekt und das höre ich natürlich. Aber es ist super nett, wenn dann was Positives zurückkommt. Danke. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Day in the Life of a Medical Student. Einer der vielen verschiedenen Tage im Leben eines Medizinstudenten. Einer Medizinstudentin. Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Und wir sehen uns bald. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, gute Nacht.